So, dann machen wir hier mal super spritzig weiter. Und hüp. Eieiei. Der war gut. Sehr schön. Fokusschild. Durch Freerunning-Aktion baust du einen Fokusschild auf, der dich im Kampf vor Schaden schützt. Verlagerung. Eine schnelle Beschleunigung, durch die rasch ein Fokusschild aufgebaut wird. Lauf zum Versteck. Ja, mal probieren hier. Fokusschild. Ah ja. Denke mal, da kriegen wir hin. Durch Spielwarnung, bla bla bla. Ja, ich hab's begriffen. Fülle dein Fokusschild auf. Okay. Dann mach ich doch hier. Mensch. Bin doch schon voll dabei hier. Erledigt mit dem Fokusschild. Sehr schön. Das hört sich doch nicht schlecht an. In Freiheit abgeschlossen. Na wunderbar, das hört sich doch gut an. Oh, voilà. Was ist denn jetzt passiert? Wie war es im Knast? Ja, wie war es im Knast? Ich könnte es ja nicht ertragen, 2 Jahre lang eingesperrt zu sein. Da wäre ich lieber tot. Das können wir gleich regeln, ey. Blöder. Naja, egal. Weiter geht's. Ich denke mal, kriegen wir wahrscheinlich unsere erste Mission. Ja, das sieht schon hier sehr geil aus. Wiedervereinigung mit Noah sprechen. Okay. Und hier kommst du hoch in den 4. Stock, okay? Von dort aus gelangst du. Und Noah? Was gibt's Neues? Die sollen heute eine Runnerin freigelassen haben. Echt? Dann gib ihr einen Run. Sie war ziemlich lange weg. Das tut ihr bestimmt echt leid. Vielleicht hat sie ja was gelernt, während sie weg war. Vielleicht. Es tut mir so leid. Du bist alt geworden. Dann, du blöde Kuh. Nett hast du's hier. Ja. Ist es okay, wenn ich einziehe? Davon bin ich ausgegangen. Und was ist mit dem Run? Sprich mit Birdman. Er sagt dir, was zu tun ist. Der Neue. Der ist ein bisschen verkrampft. Icarus? Mhm. Der ist okay. Der beste Runner, den ich kenne. Der Beste? Sprich mit Birdman, dann sehen wir weiter. Ja, ich bin hier. Dogan hat mir Grüße geschickt. Ja, das klären wir später. Jetzt geh. Überrasch mich. Überrasch mich. Da wartet ein Paket auf dich, Faith. Ich denke,
denke, dir wird gefallen, was du darin findest. Hol dir deine Ausrüstung. Oh, bin mal gespannt, was das ist. Ne, komm, die Musik lassen wir mal. Hi Faith, hast du nicht gesehen? Ja, alles klar hier. Jo, dann holen wir mal unsere Ausrüstung. Meine Klamotten. Nomad hat sie vorbeigebracht, direkt nachdem du geschnappt wurdest. Ich habe dein Beat mit deiner Kartenmod von Glass aufgerüstet. Du wirst sie brauchen, um dich zurechtzufinden und auch die kleineren Runs überall in der Stadt zu entdecken. Eins nach dem anderen. Fortschritt. Fortsetzen. Kaufe jetzt in der Kategorie Ausrüstung die Beatkarte. Die Beatkarte. Ah, okay. Die Karte zeigt dir verfügbare Ziele und du kannst mit der Wandervision festlegen, wie du zu ihnen kommst. Verwende, um herauszuzoomen, bis du das Missionsziel siehst. Ah. Folge dem Rot. Sprich mit Birdman. Wegpunkt setzen und los geht's. Mit Tab kannst du jederzeit auf die Karte und den Fortschrittbildschirm zugreifen. Okay. Na, warte mal einen Moment. Doch, dort, echt. Oh, sieht da cool aus hier. Ah, hier lang. Eieiei. Alter Schwede. Ah, da bist du ja. Was willst du? Oh, ich will dich einfach nur ansehen, solange du noch gesund und munter bist. Daugen erwartet eine prompte Rückzahlung deiner Schulden, weißt du? Ja, die wird er auch kriegen. Ja, das wird er. Okay, dann lauf mal schön weiter. Ja, mach ich hoch. Lauf mal schön weiter. Dann werden wir mit den Typen da mal quatschen. Für nötig, bei mir vorbeizuschauen? Warte mal, locker. Schon viel besser jetzt, wo du wieder frei bist. Wie es der Zufall so will, könnte ich auch gleich deine Hilfe brauchen. Ich bin gerade auf dem Weg zu Birdman. Ja, habe ich gehört. Ich finde ja, der alte Mann kann warten, aber das ist deine Entscheidung. Falls du deine Meinung änderst, findest du meine Position auf deiner Karte. Immer mit der Ruhe, immer eins nach dem anderen hier. Es geht halt nur eine Mission. Na, kicken wir hier mal rüber. Hep. Sobald du bei Bergman fertig bist, nehmen wir deine Probleme mit Dogen in Angriff. Und dann können wir das alles endlich hinter uns lassen. Machen wir. So, erstmal hier rüber. Sehr schön. Das finde ich ruhig, Kamera. Na komm, hoch hier. Folge dem Rot, mit Birdman sprechen. Machen wir. Nur hatte ich so Birdman geschickt, einer der ersten Wander in der Stadt und alten Freund. Er hat vermutlich ein paar Aufgaben für dich, die du meistern musst, um dein Können unter Beweis zu stellen. Von mir aus. Hey, ganz ruhig. Lass meine Tür in Frieden. Geduld war noch nie deine Stärke, Faith. Dachte, du machst ein Nickerchen. Das machen doch alte Leute so. Pass auf, was du sagst, Faith. Ich schätze, mehr als zwei friedliche Jahre sind wohl nicht drin. Ja, ich hab dich ja auch vermisst. Noah will, dass ich dich teste. Ich habe ihm gesagt, das kann er vergessen. Aber ich habe einen Dash für dich. Der dürfte als Test genügen. Okay, klingt gut.
Du hattest dein Futter, Calliope. Verschwinde. Ratten der Lüfte. Nie geben sie Ruhe. Aber sie sind nützlich. Geduld war noch nie deine Stärke. Stimmt. Deshalb verstehe ich dich auch. Und jetzt ab mit dir. Zeig den anderen Runnern, dass du auch nützlich bist. Schön, dass du zurück bist. Tja, Ratten. Begib dich zu den Dash und schieß ihn ab. Und ich kann mir auch vorstellen, welchen. Ich bin ihn früher so oft gelaufen, dass ich ihn mit verbundenen Augen geschafft habe. Tja, wir kriegen ihn auch hin. Und noch was, Faith. Die markierte Route ist nicht immer die beste. Es kommt allein darauf an, dass du das Ziel in der schnellstmöglichen Zeit erreichst. Welchen Weg du dabei nimmst, ist egal. Okay, los geht's. Boah. Der kriegen wir hin, der kriegen wir hin. Ah, komm. Jawohl. Jetzt hier rüber, sehr schön, sehr schön. Ah, hier hoch, komm, 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 komm. Sehr schön. Komm, 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 komm. Jawohl. Wunderbar. Sehr schön. Nee, kein Neustart. Verlassen. Ich sehe, es ist deine Dash-Zeit im Beat Faith. Gut gemacht. Freut mich, dass du es immer noch drauf hast. Upgrade-Punkt. Das können wir ja bestimmt hier frei wählen, abrollen. Nehmen wir ja mal Kampf. Positionsvorteil, Betäubungsvorteil. Gute Frage. Positionsvorteil, höherer Schaden durch schwere Angriffe von hinten. Nehmen wir das mal. Sehr schön, sehr schön. Okay, weiter jetzt. Jawohl. Hey Faith, ich brauche deine Hilfe. Wir konnten gerade mit Mühe und Not einen Krugers-Hack-Angriff auf den Beat abwehren. Dabei sind jede Menge Daten über die ganze Stadt verstreut worden und sie kann jetzt durch den Grid. Zapf bitte jegliche Leaks an, die du findest. Wir setzen die Daten dann wieder zusammen. Bin schon voll dabei. Mit Nomad sprechen. Alte Freunde. Fall nichts runter. Da ist sie, in Fleisch und Blut. Sogar in meinen Klamotten. Danke, dass du sie geholt hast. Wie läuft's bei dir? Naja, ich schlag nicht so durch. Du hast mir gefehlt. Ja, ja, also. Wie kann ich dir helfen? Es geht um die Kastenlosen. Sie bauen in den Greylands ein Warnsystem vor Kasek-Razzien auf, aber sie brauchen Steuerchips. Und zwar aus Allcom-Relais-Kästen. Steuerchips, Relais-Kästen, okay. Wenn du diese Chips entfernst, machst du Allcom Probleme und hilfst gleichzeitig den Kastenlosen. Bist du dabei? Klar. Du kennst mich. Ich bin die Erste, die anderen hilft. Tu ruhig so, als wäre alles egal. Ich weiß, warum du gesessen hast. Ja, weil ich blöd war. Wo finde ich diese Kästen? Nicht weit von dir. Ich markiere sie dir. Okay, alles klar. Okay, los jetzt. So, wo haben wir sie denn? Oh. Bam. Ich habe den Kastenlosen schon einige andere Komponenten besorgt. Mit diesen Chips haben sie dann alles, was sie brauchen. Alte Freunde, Mission starten. Sofort. Nomad möchte, dass du den Kastenlosen in den Quainlands hilfst, indem du Steuerschiffs aus Alcom Relaiskästen sammelt, die an verschiedenen Orten der Stadt zu finden sind. Die Aufgabe klingt einfach, aber du sollst dich vor Kuh-Säg-Patrouillen in Acht nehmen. Kriegen wir hin? Ich habe den ersten Chip. Großartig. Der nächste Relaiskasten müsste ganz in der Nähe sein.
Den Job kriegen wir hin. Ich sollte dich warnen, Faith. In letzter Zeit sind ungewöhnlich viele Casetech-Patrouillen unterwegs. Und die Kerle sehen aus, als wäre mit ihnen nicht zu Spaß. Das sind nicht die üblichen Trottel. Klasse, Nahkampf, Protektor. Ach komm, Alter, den kicken wir aus dem Bild, ey. Nutze mit A oder D plus Morris, Kampfverlagerung. Ja, ja, ja. Den kicken wir schön aus dem Bild. Ja, siehst du? Bleibst du denn, hä? Alte Freunde, Mission fehlschlagen? Ey. Ach, auszuweichen, ach so. Mach dich auf was gefasst. Oh, was war da? Besiege den Protektor, ach so. Dann habe ich den falsch aufgefasst. Jetzt bist du groggy, wa? Ja. Gute Nacht. Noch was weg, den Chip klauen. Eingesagt. Sehr gut. Wir werden damit etwas bewirken, das verspreche ich dir. Na, hoffe ich doch. Ach, übrigens, hast du schon mit Dogen gesprochen? Nach allem, was man so hört, schuldest du ihm eine Menge Kohle wegen dem, was du getan hast. Ach, nein, noch nicht. Naja, ich bin mir sicher, du einigst dich mit ihm. Und falls nicht, begleite ich dich einfach ins Exil. Wir zwei werden die Greylands überleben. Wir brauchen vielleicht... Patron, wir haben hier eine Runner. Ja, ja, komm her hier. Ah, schwerer Richtungsangriff. So, warte mal, erstmal gucken, was die wollen. Ah, plus D, um eine Proktor nach links oder rechts stolpern zu lassen. Okay. Machen wir. Ich halte dir den Rücken frei. Komm. Alter. Oh, fuck. Wie soll denn das gehen? Stolpern lassen, was ist denn das für ein Scheiß? Ich habe noch einen Tipp eingesagt. Sehr gut. Wir werden damit etwas bewirken, das verspreche ich dir. Oh, was? Wieder. Hast du schon mit Dogen gesprochen? Nach allem, was man so hört, schuldest du ihm eine Menge Kohle wegen dem, was du getan hast. Nein, noch nicht. Naja, ich bin mir sicher, du einigst dich mit ihm. Und falls nicht, begleite ich dich einfach ins Exil. Wir zwei werden die Greylands übernehmen. Lass einen Protektor gegen einen anderen stolpern. Ist ja dumm, Alter. Der schon erledigt. Adios, Alter. Und den kick ich okay runter. Hau rein, Alter. Ich hab noch einen. Sehr schön. Jetzt brauchen wir nur noch einen, dann war's das erstmal. Das hört sich vernünftig an, sehr schön. Nutze Verlagerung, um nach hinten um auszuweichen. Okay. Schalte alle Protektors aus. Okay. Alter, komm her hier. Ja, ja, komm, verpiss dich. Gibt's Keller. Und dann gibt's noch eine Kelle. Und dann gibt's noch eine Kelle und dann liegst du. Alles klar. Das war der letzte. Gut, aber wir haben ein Problem. Nicht weit von dir steckt jemand aus der Unterkaste in Schwierigkeiten. Hör zu. Nein! Sie
müssen den Blueprint nochmal scannen. Hab ich schon. Sie hätten vor drei Tagen zum Footdome Epsilon ausbrechen sollen. Nimm ihn fest. Faith, Nomad, was ist los? K-Sec, was sonst? Ich hab im Knast genug von diesem Mist erlebt. Halt dich da raus, Faith. Ich hab dir doch gesagt, dass sowas ständig passiert. Das ist nicht dein Kampf. Schnauze, die drehe ich jetzt hier. Das mach ich schon. Na ja, komm, verschwinde. So. Ihr seid richtig dran, ey. Jo. Na komm. Nicht kennt ihr, ey. Okay. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass sie diese ersten paar Chips erhalten. Wo muss ich hin? Auf deiner Karte ist ein toter Briefkasten markiert. Gut, dann gehen wir da mal hin. Toter Briefkasten. Oh, hoppala. Dann werden wir da mal hinrennen. Und hüpp. Sehr schön. Boah, hüpp. Geil. Da ist der tote Briefkasten. Sei wie Wasser. Du musst die Steuerschüsse bei einem toten Briefkasten in der Nähe abliefern. Wirst du unterwegs aber auf eigene Schitter Krucker-Sekwachen treffen, schalte sie aus und erhalte deinen Fokusschild aufrecht, bis du den toten Briefkasten erreicht hast. Nehmen wir an. Ich bin da. Wo ist dieser tote Briefkasten? Es gab eine kleine Planänderung. Sie wollen einen anderen toten Briefkasten in der Nähe nutzen. Nur leider bekommst du es auf dem Weg dorthin mit einigen K-Sec-Patrouillen zu tun. Vermutlich als Reaktion auf den Aufruhr von vorhin. Das machen wir, ist kein Problem. Machen wir auf jeden Fall im nächsten Part weiter. Also haut da rein. Bis dann.